Chit, Bewusstsein, Wahrnehmung. Das heutige Wort im Yoga Vidya Sanskrit Audio Video Lexikon ist Chit. Chit hat eine ganz einfache Bedeutung, nämlich Bewusstsein. Chit heißt auch Wahrnehmung. Die Sanskrit-Wörter haben ja je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Die meistgebrauchte Bedeutung für das Wort Chit ist eben Bewusstsein. Manchmal wird Chit auch mit D geschrieben, denn es kommt oft vor als Sat Chit Ananda. Und weil es dann vor Ananda folgt, sagt man dann auch Chit Ananda. Chit, Bewusstsein. In Wahrheit bist du reines Bewusstsein. Du bist der, der wahrnimmt, du bist nicht das Wahrgenommene. Und dessen kannst du dir immer wieder bewusst machen. Angenommen, du spürst irgendwo Schmerzen, dann kannst du dir bewusst machen, ich bin nicht die Schmerzen, ich bin auch nicht der Prozess des Schmerzens, ich bin auch nicht das, was wehtut, ich bin der Wahrnehmende, ich bin das Bewusstsein. Und dann mag auf der einen Ebene mögen die Schmerzen bei dir da sein, aber tief im Inneren weißt du, ich bin Bewusstsein, Bewusstsein nicht von Schmerzen abhängig. Es kann sein, dass du mal dich über irgendetwas ärgerst. Das ist auch ganz okay. Es gibt viele Dinge, über die man sich ärgern kann. Aber du bist nicht der Ärger. Da ist Ärger als Emotion, aber du bist reines Bewusstsein. Du bleibst immer Chit. Chidananda Hum, hat Swami Shivananda gerne gesagt. Ich bin Bewusstsein und Ananda Freude. Oder Sat Chidananda Hum. Meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Chit, Bewusstsein. Chit, derjenige, der wahrnimmt. Nicht das Wahrgenommen, nicht der Prozess des Wahrnehmens, nicht das Objekt der Wahrnehmung, sondern der, der wahrnimmt. In diesem Sinne werde dir immer wieder bewusst, Chit Ananda Hum oder auch Chin Mayoham, da steckt auch Chit drin, Maya und Aham. Chin Mayoham, ich bestehe aus Bewusstsein. Ich bin gemacht aus Bewusstsein. Auch Chinmayoham, Chinmayoham, ich bestehe aus Bewusstsein. Also Chit, Bewusstsein, die Fähigkeit der Wahrnehmung, das reine Selbst.